Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück in 7 Days. Wir werden heute mal wieder ein Röntchen ins Wasteland fahren. Und da ein bisschen wegen Gammelfleisch gucken. Nebenbei machen wir natürlich die Quest weiter. Ich werde auch den Händler hochkriegen. Ich muss nur mal kurz... Ja, das können wir mitnehmen. Den da auch. Wollen wir da verkaufen? Wie viel Sprit haben wir noch drin? Okay, der war anscheinend fast voll. Das ist gut, das ist gut. Wir fahren gemütlich hin. Wir haben Zeit, weil noch hat der Händler eh nicht auf. Hier brauche ich aktuell nichts abernten. Ansonsten... Ja, komm. Wir machen schon mal auf den Weg hin. Wir werden mit Sicherheit vor 6 ankommen, aber das ist ja noch nicht schlimm. Wo waren das überhaupt? Wüste, zerstört ist. Vor allem nicht weit weg von mir. Hallo? So, hier wollen wir hin. Zu dem guten Händler. Ja. Na gut, ist doch eine ganze Ecke, aber habe ich wohl gerade verwechselt mit der Streamkarte. Ist auch nicht schlimm. Wir machen uns auf. Mensch, Junge, lenk ordentlich dahin. Und den werden wir da gemütlich. Ein paar Quests machen. Die Frage ist nur, auf welcher Queststufe waren wir? 2? Oder hatten wir schon 3? Ach, wir werden es einfach sehen. Hauptsache Gammelfleisch. So, wir sind angekommen. Es ist 5 vor 21. Okay, das war klar, dass wir vorher da sind. Sind schlimm, haben wir... Nein, haben wir nicht. Hier haben wir gar nichts. Ja. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Stufe er ist. Wie gesagt, entweder Stufe 2 oder 3 oder... Ich glaube, 3 war er. Bin mir nicht ganz sicher. Holz brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich, aber... Wir müssen ja auch ein bisschen Zeit totschlagen, ne? So ist es nicht. Kriegen wir zumindest diese hässlichen Gammelbäume hier mal weg. Stein haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen was. Knappen Ingame-Stündchen war ich unterwegs. Das geht eigentlich. Es täuscht immer so. Also man kommt immer auf... Man ist mal der Meinung, bei 2-3 Kilometern, da ist man jetzt erstmal Ewigkeiten unterwegs. Aber ist man eigentlich gar nicht. So, ich habe jetzt auch keine Lust, hier Holz zu simmeln. Ist hier irgendwo ein Zombie, Bär, irgendwas noch auseinandernehmen können? Das wäre schon sehr brauchbar. Komm, irgendwo ist hier, ne? Irgendwo muss doch was sein. Aber nix, ne? Absolut tote Hose hier, außer dass wir Regen haben. Okay. Gut, ein bisschen Stoff. Über Minen brauchen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Was für eine Game Station war die? 411! Ja, doch so hoch. Da vielleicht noch was drin oder so? Nö, ne? Ich will jetzt hier aber auch keine Autos oder so auseinandernehmen, weil das wühlt uns nur dicht. Das wühlt uns echt nur dicht. Macht ja gleich auf, die Gute. Einfach nochmal ein bisschen rumgucken. Der Pimper... Ja, der Pimper hier. Der Pimpers Rocker hier, wollte ich sagen. Der steht hier aber auch in der Pampa. Weit und breit nichts. Das hätte man ja noch im schönen POI durchrennen können. Aber nein. Absolut gar nichts. Nixe finito. Ich renne nicht mal einen Zombie rum. Was ist denn hier los? Das ist absolut tote Hose. Gar nichts. Hier waren wir drin, ne? Jo, aber die sind auch wieder da. Okay. Hallöchen. Lächeln. Noch mehr, okay. Bitte. Und du auch. Naja, hier. Aber er hat sich wieder aufgefüllt, genau wie die Zombies. Ja, guck mal, ein Fahrzeugbüchli. Die zwei wollen wir mal mitnehmen. Hey,
Immer diese Halbi-Verschnitte hier. Meld dich an, mein Freund. Meld dich an und komm da oben runter. Ja, so steckst du auch gut, Halbi. Hör auf zu schlackern, du bist tot. Aber er macht jetzt auf. Und genauso wollten wir es. Kiste da. Yo! Hab's ja kapiert. Ich eile hier. Das kannst du euch haben. Das wollten deine Kollegen nicht. Da ist die Tür. Bin ja schon am Start, mein Freund. Bitte. Zumindest sind wir jetzt mal rechtzeitig und haben einen etwas mehr vom Tag. Das ist auch schon mal. This better be good. So, nimm. Time to move on. Und du bist auf Stufe 2 immer noch? Ist doch so ein Ernst? Stroh nur abholen, wir haben nur Mist hier. Take a number, and I'll gut, dann gehen wir in die Harrison-Residenz. Junge, du musst doch einfach mal einen Abgang haben. Das kann doch nicht sein, dass wir hier ständig mit den kleinen Quests rumdümmeln. Naja, Hauptsache wir kriegen Gammelfleisch. So, wir müssen in diese Richtung. Das lässt sich wohl machen. Einmal hier durch die Pumpa. Sieht zwar nicht so ganz einfach vorn, hier könnten aber auch Bären sein. Bis jetzt nicht, aber links rein. Allgemein sehr tote Huse, die sind alle bei uns jetzt. Wo so ein Bär gegenüberstehen will ich jetzt auch nicht direkt. Aber man kann sie ja töten, bevor sie bei ihm ankommen. Das ist ein Auto. Eiche weit und breit keine Straße. Ist das BUI, was mit in der Pampa steht? Gibt's ja. Von denen er selten sind. Das ist ein Zombie, den ich da höre. Da ist er. Hundi! Au! Ja, Hundi ist Gammelfleisch, weiß ich. Ah, der kann uns folgen. Hier ist das. Hier ist dort. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja. Hier liegt ja noch ein Nitrat rum. Ist er nicht mitgekommen? Da ist er. Oh, Isa. Ey, hast du mich verloren oder was? Bin extra langsamer gefahren. Schau mal an. Bitte. Du bist mir leckere Gammelfleisch. Die ich nehme mit, mein Freund. Auch wenn es nicht viel ist. Wir ist auch alles nix. Oh, hier hat sich aber auch inzwischen wieder aufgefüllt. Hier gibt es nochmal Robotik. Den nehmen wir on die Quiz. Schlange? Schlangen sind hier echt überall. Die haben mittlerweile, die wollen nicht nur die Herrschaft, die haben schon die Herrschaft übernommen. Wo? Schlange. Gehört habe ich sie, aber ich sehe sie nicht. Nö. Egal, wir stoßen jetzt die Quist. Bitte. Dann können wir hier nochmal reingucken. Ah, jetzt höre ich sie wieder. Das haben wir schon. Da ist sie. Hallo Schlängli. Brauchen dich aber nicht. Wohl so viel Fleisch haben wir auch nicht, ne? Nimm mal mit. So, dann wollen wir mal rein. Wir gucken, ob er ist hier draußen. Keine Sorge, wir werden diesmal hier nichts auseinandernehmen wie beim letzten Mal. Aber ein bisschen durchgucken. Juga, die haben wir ja festgestellt, brauchen wir für die Smoothies. Dann nehmen wir die Herrschaften hier auch mal mit. Das nehmen wir sowieso mit. Müll hier auch. Dankeschön. Rinder. Hallo? Ja, hallo, der Herr. Bitte. Wie war's so, Leune? Scheint ja so. Gut, Stein. Ja, wir nehmen Stein mit. Auch wenn wir aktuell genug haben. Das nehmen wir aber nicht mit. Hier gucken wir selbstverständlich nochmal rein. Na, guck mal, das 6er Kettensäge ist nicht zu verraten, ne? Das ist, haben wir schon. Den nehmen wir mit. Das ist schön. Den haben wir auch. Keine Bären in Sicht, was eigentlich schade ist. Sehr schön. Ja, hallo, der Herr. Du
Tut mir leid, aber die platzen mir zu schnell. So Holz brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Wir gehen jetzt hier hin. Ja, für Häkelchen. Willst du mich besuchen? Na. Ich ziehe auf ihren Kopf und treffe trotzdem nicht. So, dann lass mal rennen in die Bude. Die werden mir sowieso von hinten gefolgt. Lecker Pflanzen, die müssen alle mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Nun steht mal auf hier. Oh, hallo Daisy. Daisy, Rosie, Monique, ich habe schon viele Namen gehört. In der Spieldatei selber steht sie, glaube ich, einfach nur unter Swipperin. Aber sie hat mehrere Namen. Gut, Gammelfleisch ist immer gut, deswegen sind wir hier. Das brauchen wir definitiv nicht. Meist mehr haben wir gerade rausgeschmissen. Die brauchen wir auch nicht, davon haben wir auch genug zu Hause. Hier haben wir irgendwas drin oder so? Nö, ne? Müll. Jo, noch mehr Gammelfleisch. Kaffee geht immer, haben wir auch einen ziemlich hohen Verbrauch von. Hallo! Ich habe auch gelesen mit dem nächsten Update, mit der Alpha 21.2, die ja gerade experimentell ist, wollen sie den Holzblockschaden von der Schrotze rausnehmen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Ich fand das irgendwie cool, dass die Schrotze das halbe Haus mit zerballert, wenn du damit rumschießt. Hatte irgendwie was. Aber gut. Wir haben Droni zu Hause vergessen, fällt mir gerade mal auf. Das heißt, wir haben nichts zum Heilen. Außer unten das im... Das ist natürlich nicht so schön, aber halb so schlimm. So lange sind wir jetzt hier auch nett. Sag mal, Jungs, wollt ihr jetzt mal ausstehen? Danke. Halb so schlimm. Dann kannst du uns zumindest nicht auf die Nerven gehen. Na, der Herr? Bitte. Na, liegen bleiben. Gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier haben wir nochmal Sprengstoffe und Medizin, was wir voll haben. Und Money. Ja, müssen wir auch gleich rennen. Alter, Mädel! Alter! Steht die da wie eine Bekloppte hinter der Tür, Mensch? Oh, Sand brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das haben wir schon. Das nehmen wir mit. Da waren wir schon. Da ist nichts. Ist ja schlimm hier. Ja, von da kommen wir auch. Mal kurz gucken, ob irgendwas unter den Bildern ist. Sieht aber nicht danach aus. Da vielleicht noch. Nein. Okay. Hier noch. Auch nicht. So, ein bisschen Schnaps mitnehmen. Wieso steht das eigentlich auf dem Wohnzimmertisch? Hallo Hannes! Fleischi-Mini-Jung! Bitte! Ja, so gefällt es mir besser. Statt euch hier Versteck in der Abgasse, du. Nimm mit. Außer die haben wir wirklich. Stellen wir auch im Massen her. Das ist jetzt mal Platzverschwendung. Da noch was unter. Immer drin. Könnte man meinen, ne? Schwarze Vorbe. Warte mal, die brauchen wir gleich. Die wählen wir mir hier. Jetzt machen uns einen schönen Pechschwarzen. Ja. Das sieht man kaum, wenn man den in der Hand hat. Das sieht man gar nicht, wenn man den in der Hand hat. Ne? Nur unten in der Leiste. Das ist schade. Ja, hallo. Nimm mir mal das. Sag mal, komm mal runter hier. Auf den Kopf fallen oder was? Sehr schön. Hier, dass sie da so ein bisschen Schaden an Holzwänden macht. Das finde ich schade, dass sie das rausnehmen wollen. Das finde ich irgendwie cool. Okay, ihr sollt Gammelfleisch, zumindest du. Da gucken wir gleich rein. Okay. Ich will ja nicht, dass mir irgendwas in den Rücken fehlt. Den nehmen wir mal mit. Da wir Drohne nicht dabei haben. Gut, den erstmal hier drin.
Okay. So, Tasche muss auch hier irgendwo sein auf der Etage. Einmal kurz hier untergucken. Ist nicht. Hallöchen. Einmal aufstehen, bitte. Tschüssi. Der Herr hat's natürlich wieder eilig. Wir machen Abflug hier. Waren doch bestimmt nicht die einzigen. Dann glaube ich nicht. Auf jeden Fall haben wir unser Däschchen. Das ist hier im Schrank. Nimm mit. Los nochmal mit. Wir gucken hier natürlich überall rein. Bierchen. Und nee. Das kannst du mir jetzt mitnehmen. Bleiben müssen wir so fahren. Wir müssen wirklich Blei fahren. Da führt kein Weg dran vorbei. So, Quest fertig. Das ist schon mal schön. Da immer noch. Nee. Aber ich will natürlich auch den Hauptblut. Hallo, die Hit. Alter, hast du mich erschrocken? Hallo, die Ehrenmensch. Ich hab Hunger, also seh zu. Kommst du denn? So, jetzt wird erstmal gegessen hier. Was hat er auch schon wieder? Oh, warte mal, kannst du mal noch eine essen? Hält länger ein. Sehr schön. Gut, die nehmen wir auf jeden Fall mit, mein Freund. Und hier haben wir schon Hauptblut. Okay. Dankeschön. Okay, dich können wir zerlegen, mein Freund. Dich brauchen wir definitiv nicht mehr. Dann nehmen wir auf dich. Doch sammelst du mal ein. So, wurde mal. Hier, der kann weg. Gut, ich kann jetzt natürlich nichts in den Runi packen. Und den nehmen wir mit. Den brauchen wir jetzt aber auch nicht zwangsläufig, aber wurde mal. Den können wir zerlegen. Den kannst du auch mal essen. Den können wir gleich mit verkaufen. So, Stoff und Plastik. Hier gucken wir nochmal drin. Naja, den kannst du auch essen, mein Freund. Da gucken wir natürlich auch drin. Noch ein Sägsabohrer. Okay, wir haben unseren. Der ist bloß zu Hause. Aber Benzin muss mit. Aber irgendwas, was wir jetzt nicht zwangsläufig brauchen. Hier, die kann ich noch zerlegen. Guck mal. Ich kann es auch gleich zerlegen. So, und hier. Dankeschön. Mit. Und haben wir hier alles, wa? Und noch was unter? Nein. Okay, ich weiß, da ist Stoll drin. Da hinten ist, glaube ich, auch noch... ja, da ist noch Müll drin. Warte mal. Ja, ja, ja. Gleich wegbrechen hier, ne? Streuen und Messing ist nicht zu verachten. So, dann lass uns mal raus aus die Bude hier. Es ist mir hier zu beengt. Wundert mich ja eigentlich, dass uns nicht versucht hat, irgendwas von draußen zu besuchen. Oder haben wir auch noch ein bisschen Gammelfleisch? Hey! Hey, let's go! Okay, okay, das... sortieren wir beim Händler. Weil wir räumen sowieso erstmal wieder eine Kiste ein. Ich will ja jetzt nicht schon nach Hause, ne? Das ist auch ein bisschen früh, das Ganze. Ach, die Daisy da vorne, die brauchen wir nicht. Wir fahren jetzt direkt zum Händler, räumen erstmal das in die Kiste ein, was wir auf jeden Fall behalten wollen, was wir verkaufen wollen. Bringen wir gleich hin zu dem Guten. Ja, hat bloß leider quizmäßig nicht so die Brüller-Sachen, muss ich sagen. Aber es ist halt auch leider nicht viel in der Nähe. Und ich wundere, warum ich hier jetzt so langsam durchschläuche. Ich habe Angst, ich fahre mir mein gutes Motorrad kaputt. Das kennen wir nämlich schon. Geht ja leider rucki-zucki. So.
So, und Reparaturkits habe ich, glaube ich, gar keine dabei, oder? Ah, doch, aber bei weitem nicht genug. So, mein Freund, den hier, den kannst du reinräumen. Das sind alles Sachen, die wir behalten. Die behalten wir auch. Ich glaube, wir haben noch keine Sechser. So, die kommt erstmal rein. Dich können wir verkaufen. Dich können wir verkaufen. Rin, den können wir verkaufen. Das kommt mit drin. So, das können wir verkaufen. Den Sechser Bohrer können wir auch verkaufen. So, dann lass mal rin hier. Was hast du denn Schönes? Das würde mich freuen, wenn es mal was Anständiges wäre. What do you... Well, I lost the... Ah, ja, gut, ja, gut. Wir nehmen die Bücher. Ja. So, warte mal. Haben wir noch alle nicht? Zweimal Rüstungen? Sehr schön. Oh, die haben wir fast voll. Zweimal Speere. Das haben wir noch ein bisschen. Und Robotik zweimal. Okay, wir haben immerhin die Robotik-Drohne Quali 3 freigeschaltet. So, mein Freund. Dann nimm den und den. Hast du vielleicht irgendwas brauchst? Können wir mal gucken, ne? Muni brauchen wir jetzt nicht so dringend. Armbrust will ich jetzt nicht. Panzerbrechende Muni will ich jetzt nicht. Nö, hier hat er nichts Brauchbares. Papier, Wasserfilter brauchen wir zwar schon, aber die können wir auch bei unserem kaufen. Da wühlen wir uns jetzt nur dicht. Mods hat er nichts Brauchbares. Und an Büchern, gut, Speere, die kriegen wir eh andauernd, die Bücher, die brauche ich jetzt nicht kaufen. Kochtopf, den Bohrer haben wir ihn gerade verkauft. Vergiss-Elixier, nicht wirklich im Moment, ne? Spielautomat, Zementmischer, Zigorre, ja gut, brauchen wir auch nicht. Militärwestern so auf 5. Ja, wie gesagt, da bin ich am überlegen, aus Stall zu gehen, aber das müsste dann schon 6er sein. Nicht der hat nichts Gutes. God, you're done browsing. Next time I'll charge you for that. Ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Was hast du denn an Quest? Ja, gut. Dann machen wir eben nochmal abholen. Vergrabene Vorräte ist auch immer doof. I have a job for you, if we can go. Ich habe das Gefühl, die brauchen hier im Wessel länger, bis sie den Stufenabgang kriegen. Bin mir da nicht so sicher, aber das Gefühl habe ich wirklich. So, wurde mal 5000 lassen wir eingesteckt, ja, wegen unserem Buch. Aber die hier, die können definitiv in die Kiste. Sehr schön. Ja, die wollte ich ja die verkaufen, sonst Bier, nee, sonst ist alles Sachen, die brauchen wir noch. Was grunzt hier immer so komisch? Ja, okay. Den hatte ich doch vorhin auch gelootet, habe ich nicht gesehen im Regen. Nee, was ich jetzt aber sagen wollte, nimm mir mit. Auch wenn wir jetzt natürlich noch nicht bei 30 Minuten sind, ist mir schon klar, lohnt es sich nicht, jetzt noch eine Quest anzufangen und ein bisschen auch unter Zeitdruck heute, es tut mir leid, deswegen wird es heute ausnahmsweise mal eine 5 Minuten kürzere Folge als sonst, aber dafür ist morgen wieder ganz normal die alte Länge, wie es sein soll. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi!